Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ja, ich weiß, es kam ein paar Tage jetzt kein RDW-Video mehr. Ich denke auch mal, jeder Einzelne, der ein bisschen was denken kann, der weiß auch ganz sicher, wieso. Denn erstens habe ich es gesagt und zweitens sehe ich seit Monaten, dass es sehr vielen Leuten in meinen Kommentaren so geht. Und ich fühle mit euch mittlerweile. Aber Statusbericht, es gibt was Neues, nämlich Update 11.5, das letzte für diese Season, also das letzte große, ja, das Punkt 0 Update. Und ja, da wir kurz vor Valentine's Day sind, also kurz vor Valentinstag natürlich, da geht es natürlich wieder Richtung alten Content. Hey! Ja, der Love Ranger kommt zurück. Ist aber eigentlich ganz nice. Ich habe den häufiger zwischendurch mal verwendet, auch nach dem neuen Heldensystem mit der größeren Schockwelle. Den werdet ihr auch in einigen Builds sehen. Ich habe ihn sogar in einem Dungeon-Build verwendet. Wobei Dungeons eigentlich auch jetzt Geschichte sein sollten. Aber Schockwelle Radius 112% erhöht er als Kommandant, 37% Radius erhöht als Unterstützer. Unterstützer lohnt sich weniger, Kommandant tatsächlich extrem. Ja, die Herzensbrecher-Armbrust, wenn ich mich recht erinnere, hat sie dieselben Stats vom normalen Militärbogen. Was, ja. Aber ich habe das Ding schon vorgestellt. Ist auf jeden Fall eher eine Fun-Waffe, die aber richtig nice einen Headshot-Schaden macht, nur ist es schwer mit der Headshots zu treffen. Vor allem bei Gegnern, die sich bewegen. Chaos-Physik-System. Oh yes, endlich. Ja. Ich hatte da mal ein Video dazu gemacht im November, aber ich habe es nicht veröffentlicht, weil ich es irgendwie für unnötige Info fand, hielt. Ich habe sogar ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Epic Games selbst was dazu sagt, sondern ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie es einfach machen. Aber, ja. Ja. Anfänglich befolgen wir das Ziel, dass Fortnite sich erweiterend spielt, wie es gewohnt seid. Also, Chaos-Physik-System, ich hatte hier mal was, nämlich Unreal Engine Trello. UE4 Trello Board. Also ist so wie das Trello Board von RDW. Nur halt von der Unreal Engine. Die Engine, auf der das Spiel läuft. Quasi der Motor, mit dem das ganze Spiel unterwegs ist. Und hier waren richtig viele Clips schon. 4.24. Das nächste Update, ja okay, das ist jetzt gerade fertig geworden alles. Das heißt, 4.24 die Version ist das, was wir alles bekommen haben. Realistischer Physik, Atmosphären, Modelle, Data-Vorbereitung, also besseres Laden tatsächlich anscheinend auch noch. Ja, viel smoothere Effekte und sowas hier. Chaos Destruction Beta, das ist sowas. Das sind so Sachen, die haben wir eh nicht in RDW. Ja. So richtig viele Details, man kennt es vielleicht aus Battlefield-Spielen, dass so richtig detailliert etwas zusammenstürzt. Das ist jetzt hier mit der Chaos-Engine, also mit Chaos-Update nochmal besser. Aber ja, gucken wir uns mal das an. Bitte ohne Musik. Es ist ernsthaft 9 Sekunden, 8 Sekunden gehört, wie man einen Bug meldet. Epic Games, das hätte ich vielleicht vor 3 Jahren machen sollen. Dann wäre das Spiel vielleicht jetzt auf einem anderen Stand. Aber okay. Chaos Physik System. Also auf jeden Fall eine neue Engine-Version. Und eventuell wird sich Fortnite ein bisschen anders anfühlen. Vielleicht smoother, vielleicht komisch. Ich hoffe, wer etwas reportet, hat noch Clips von vorher. Dann gibt es ein Inhalts-Update. Das ist wahrscheinlich dann nächste Woche. Ja, da kommt jemand zurück, den ich extrem häufig verwende. Also Kuschelfeindin Sarah. Das ist die, die immer Energie für Melee-Kills gibt. Was mir zum Beispiel erlaubt, mit der Wummerwaffe ein permanentes Nahkampfbild zu machen und ich kann nur mit dem schweren Angriff kämpfen und sowas. Ab 15. Februar im Shop drin. Also nach Valentinstag gibt's sie hier. Neuigkeiten bezüglich der kosmetischen Gegenstände. Outfits und Rückenaccessoires sollten schon bald über den Spind in der Heimatbasis verfügbar sein, doch bis dahin haben wir noch erhebliche Bugs zu beheben. Deswegen starten wir derzeit eine Veröffentlichung mit Update 12.10. Keine Sorge, schon bald werden eure Kommandanten noch sinnvoller kämpfen können. Ja, ich sag dazu eigentlich nichts. Nee, doch ein bisschen was. Also, in Season 10 hieß es, ihr kriegt in dieser Season den Spind. In Season 11 hieß es, ihr kriegt in dieser Season den Spind komplett vervollständigt. Und jetzt heißt es 12.10. Aber, was ich gut finde, sie sagen, der Shit ist verbuggt. Ihr kriegt es deswegen später. Es ist besser, dass der Shit verbuggt ist und sie es fixen, als dass der Shit verbuggt ist und sie es rausbringen. Weil? Warum? Ganz einfach, wenn ich nur, keine Ahnung, einen anderen Rucksack anziehe und plötzlich meine Waffen aus dem Inventar verliere und dann, keine Ahnung, 60 Brightcore neu farmen muss oder so,
dann kotzt mich das richtig an. Aber wenn ich 2 Wochen länger auf einen kosmetischen, doofen Rucksack auf meinem Rücken warten muss, aber dafür meine Waffen behalte, dann akzeptiere ich das. Das muss ich mal sagen. Gruften und Frost Knights sind bald nicht mehr verfügbar. Ja, ab nächster Season. Tschüss. Das war's. Okay, das war's schon an Content. Also, alte Heldin. Info über Engine. Alte Waffe, alter Held. Das hier waren die wirklichen. Das hier war der wirkliche Statusbericht. Ja, ich bin mal gespannt. Also eigentlich würde ich ja super gerne auch wieder mehr Videos zu LDW machen. Aber ich denke auch mal, dass jeder von euch, der weiß, wie man eine Suchfunktion benutzt, komplett nachvollziehen kann, wieso aktuell so tote Hose ist, was LDW angeht. Es kommt so viel alter Content rein, den ich schon lange mehrfach angegangen habe. Es macht keinen Spaß, das vierte Video über dieselbe Waffe zu machen. Es macht keinen Spaß. Ich bin keiner, der recycelt für Klicks, für Geld, für sonst was. Ja. Ich mach das für euch und für mich. Aber ich mach's nicht, um die ganze Zeit einfach nur Videos rauszubringen. Deswegen stelle ich nicht jedes Jahr dieselben Sachen vor. Naja. Ja, was jetzt neu war, war der Bogen, den ich nicht vorgestellt hatte, aber. Ganz ehrlich, es war der 6. Bogen in Folge oder der 5. in Folge und der war so schlecht, der Bogen. Er war so schlecht. Er war genau wie die Sniper für, aus dem schwarzen Metallset, die so extrem schlecht war. Die hätte auch ein Sturmgewehr sein können, so schlecht wie sie war. Aber ein Sturmgewehr mit grauer Seltenheit. Ja, okay. Aber ich glaube, der Punkt kommt an. Videos werden demnächst natürlich wieder häufiger kommen, wenn es denn auch mal neuen Content gibt. Aber dafür müsst ihr nicht mir in den Arsch treten, dafür könnt ihr Epic Games in den Arsch treten.